So, hier in dem Video wird es diesmal darum gehen, wie bauen wir unser erstes Bett. Was müssen wir dafür machen? Richtig, erstmal den Hammer in die Hand, dann wieder Rechtsklick. Dann sehen wir, bei Dekoration versteckt sich das Ganze. Und das hier wird unser Bett sein. Einmal Linksklick. Dann drehen wir uns das Ganze mal zurecht. Mal gerade gucken, wo wir unser Bett hinstellen. Da hatte ich ja die Werkbank, hier die Feuerstelle. Ich glaube, unser Bett stellen wir einfach mal. Bim, bim, bim. Stellen wir es mal dahin. So, dann gehen wir mal wieder zurück und in Besitz nehmen. Wir brauchen ein Dach. Was müssen wir für ein Dach machen? Richtig, wieder ins Baumenü. Hammer in die Hand, Rechtsklick. Dann auf Bauen gehen. Dann nehmen wir uns erstmal eine ganz simple Wand. Die setzen wir uns direkt hinter das Bett. Dann nehmen wir nämlich dabei nochmal eine Wand. Zack. Klar, das Ganze ist jetzt hier einfach mal mitten ins Grüne gesetzt. Aber wir wissen ja, später können wir uns einen Boden dabei bauen. Aber das sind jetzt erstmal nur die ganz einfachen Dinge, die man braucht. So, dann würde das ja eigentlich schon mal reichen. Dann nehmen wir noch ein Dachteil. Nehmen wir uns das 36 Grad Dach. Drehen uns das Ganze mit der mittleren Maustaste zurecht. So, müsste ja eigentlich schon reichen, oder? Ah, Spawnpunkt gesetzt. Also, sollten wir jetzt sterben, werden wir genau hier spawnen. Das Lustige ist, ich habe eben genau dasselbe gebaut. Nur, ich glaube, wenn es hochkommt, eins tiefer. Und schon hat er mir gesagt, ich habe nicht genug Schutz. Kann aber auch natürlich jetzt daran liegen, dass wir näher am Feuer sind. Aber so habt ihr ganz simpel euren Spawnpunkt gebaut und gleichzeitig natürlich euer Bett. Also nochmal, wenn ihr sterben solltet, werdet ihr genau an der Stelle wieder spawnen und nicht mehr hier oben an diesem Stein kriegen. Also ihr könnt ruhig, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ich weiß nicht, wie es ist, kann sein, dass ihr das Bett abreißen müsst und müsst euch woanders ein Bett bauen. Ob ihr dann da spawnt, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, gern einen Daumen nach oben da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Tutorial.